Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem weiteren Beitrag in der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Wir haben in vorhergehenden Videos schon über die axiomatischen Grundlagen der Maxwell-Gleichungen gesprochen und außerdem hatten Sie auch Gelegenheit, sich nochmal das notwendige, insbesondere mathematische Vorwissen zu vergegenwärtigen. Heute werden wir jetzt tatsächlich basierend auf den Maxwell-Gleichungen dann einsteigen in die Behandlung, indem wir zunächst mal eben nochmal über die Größen, die in den Maxwell-Gleichungen reden werden. Gut, dafür gibt es natürlich wieder einige Folien, die hier vorbereitet sind. Und ja, wie schon gesagt, der Ausgangspunkt sind natürlich die Maxwell-Gleichungen. Und ja, die differenzielle Form, die hatten wir in vorhergehenden Videos schon kennengelernt. Sie hatten auch schon mathematische Sätze sich nochmal vergegenwärtigt. Und wir werden mithilfe dieser Sätze, insbesondere dann Satz von Gauss und Satz von Stokes, jetzt als erstes Mal diese differenzielle Form auch in eine integrale Form überführen. Fangen wir an mit dem Coulomb-Gauss-Gesetz in differenzieller Form, also Divergenz D gleich OV. Immer dann, wenn wir hier die Divergenz stehen haben, bietet es sich an, dass wir tatsächlich mithilfe des Satzes von Gauss, des Integralsatzes von Gauss, in eine integrale Form übergehen. Das machen wir so, dass wir auf beiden Seiten ein Volumenintegral bilden über ein beliebiges Volumen. Und das Volumenintegral über die Divergenz ist nach dem Satz von Gauss ja dann ein Oberflächenintegral über die Oberfläche des Volumens, sodass wir in einfacher Form dann eben diese integrale Darstellung bekommen. Auf der einen Seite steht das Volumenintegral rho v dv. Das ist nichts anderes als die Gesamtladung, die sich in diesem Volumen befindet. Und auf der anderen Seite steht jetzt der Divergenzoperator nicht mehr, weil wir das Volumenintegral bereits in ein Oberflächenintegral überführt haben. Das heißt, hier steht einfach das Integral über die geschlossene Oberfläche dieses Volumens dda. Das bitte natürlich wieder im Sinne eines Skalarproduktes interpretieren. Das heißt, hier ist darauf zu achten, wie die Oberfläche, der normalen Vektor der Oberfläche und das d-Feld zueinander orientiert sind. Die zweite Maxwell-Gleichung, in der die Divergenz vorkommt, ist die Quellenfreiheit des Magnetfeldes, Divergenz B gleich 0. Hier gehen wir genauso vor, auch mit dem Satz von Gauss, und erhalten Integral über die geschlossene Oberfläche des Volumens BdA ist gleich 0. Die anderen beiden Maxwell-Gleichungen haben einen etwas anderen Charakter. Hier taucht nicht mehr die Divergenz als Differentialoperator auf, sondern die Rotation. Und immer dann ist es sinnvoll, den Satz von Stokes zu nutzen. Zunächst mal auf beiden Seiten der Gleichung ein Flächenintegral anzuwenden und über den Satz von Stokes kann man dann dieses Flächenintegral über die Rotation des Feldes umwandeln in ein Umlaufintegral über das Feld selber. Anders ausgedrückt, ich bringe den Term dB nach dt, haben wir direkt mal auf die andere Seite gebracht, sodass also hier das Flächenintegral noch steht. Und auf der anderen Seite haben wir bereits dieses Flächenintegral umgewandelt in ein Wegintegral über die geschlossene Brandung der Fläche A. Und da steht hier einfach EdS. In dem Term hier hinten mit der Ableitung dB nach dt unterm Integral. Natürlich wird B in der Regel nicht nur von t abhängen, sondern auch vom Ort abhängen.
Durch die Integration über die Fläche ist die Ortsabhängigkeit hier aber bereits ausgenutzt. Und auf die Art und Weise können wir, sprich das Ganze ist ja nur noch eine Funktion, die von t abhängt, können wir die Ableitung auch nach vorne ziehen und haben dann hier tatsächlich die reguläre Ableitung dieses Integrals. Und natürlich erinnert sie das schon sehr stark an die Flussänderung. Aber dazu kommen wir dann später noch mehr. Kleiner Hinweis noch, das, was wir hier gemacht haben, dass wir die Ableitung so einfach herausziehen. Das geht natürlich nur, wenn die Fläche selber nicht von der Zeit abhängt. Prinzipiell wäre das möglich, da müssen wir etwas mehr mathematischen Aufwand treiben. Und bei der vierten Maxwell-Gleichung, dem erweiterten Ampere'schen Gesetz, gehen wir genauso vor. Auch hier taucht wieder die Rotation auf. Dementsprechend würden wir auch hier wieder unter Anwendung von Stokes das Ganze in eine entsprechende integrale Darstellung überführen. Gut, und jetzt gehen wir einfach durch, welche Größen denn hier auftauchen und welche Einheiten die haben. Das ist nicht weiter schwierig, aber es muss am Anfang einfach einmal festgehalten werden, damit wir wissen, worüber wir sprechen. Wir haben mit E die elektrische Feldstärke. Die Einheit der elektrischen Feldstärke ist Volt pro Meter. Wir haben die magnetische Feldstärke H, deren Einheit Ampere pro Meter ist. Und wir haben die elektrische Flussdichte D mit der Einheit Coulomb pro Quadratmeter, beziehungsweise dann eben Amperesekunde pro Quadratmeter, mit der Identität, dass Coulomb ja gerade Amperesekunde ist. Und zuletzt haben wir die magnetische Flussdichte B mit der Einheit Tesla, und Tesla ist nichts anderes als Volt-Sekunde pro Quadratmeter. Gut, in dem Beitrag über die axiomatische Begründung der klassischen Feldtheorie habe ich schon gesagt, ich wiederhole es hier gerne nochmal, die klassische Feldtheorie, die Maxwell-Theorie ist historisch gewachsen und verschiedene Leute haben dann zu verschiedener Zeit auch unterschiedliche Begrifflichkeiten verwendet. Und das ist auch gemacht worden, bevor die Theorie dann in eine Gesamttheorie zusammengeführt worden ist und bevor man auch die Zusammenhänge zwischen den Größen alle verstanden hatte. Das hat dazu geführt, dass historisch gesehen alternative Bezeichnungen für die Feldgrößen verwendet wurden. Und diese alternativen Bezeichnungen sind teilweise eben immer noch in Gebrauch. Fürs elektrische Feld glücklicherweise nicht. Deshalb habe ich hier einen Strich hingemacht. Elektrisches Feld ist elektrisches Feld. Das ist sehr eindeutig. Beim magnetischen Feld H hatte ich schon gesagt, dass in der Physik auch teilweise von der magnetischen Anregung oder von der magnetischen Erregung gesprochen wird. Wir werden aber hier weiterhin vom magnetischen Feld reden, weil das einfach die SI-Bezeichnung für diese Größe ist. Bei der magnetischen Flussdichte, da haben wir in der Physik teilweise auch die Verwendung, die Bezeichnung der elektrischen Anregung oder der elektrischen Erregung. Auch das habe ich in der axiomatischen Einführung bereits erwähnt und auch verwendet. Alternativ sind für die elektrische Flussdichte D tatsächlich auch andere Bezeichnungen noch geläufig. Die elektrische Verschiebung, Verschiebungsdichte, Verschiebungsflussdichte oder auch einfach D-Feld. Bei der magnetischen Flussdichte B wird in der Physik heute teilweise auch die Bezeichnung magnetisches Feld verwendet. Auch da der Verweis auf die axiomatische Einführung. Alternativ findet man hier die Begrifflichkeiten magnetische Induktion, Induktion, Flussdichte oder auch einfach B-Feld. Ja, ich habe schon gesagt, wir werden hier tatsächlich, soweit ich daran denke, muss ich eingestehen,
eben die im SI-System üblichen Bezeichnungen verwenden. Aber es ist gut, wenn Sie die synonymen Bezeichnungen kennen und auch hin und her wechseln können. Tatsächlich ist es manchmal ganz hilfreich, wenn ansonsten eine Konfusion entstehen würde, dass man wirklich schlicht und ergreifend von E-Feld, H-Feld, D-Feld und B-Feld spricht, weil die Buchstaben sind tatsächlich universell die gleichen, die überall verwendet werden. Und dann kann man auf diesem Weg vielleicht auch Missverständnisse aus dem Weg räumen. Gut, die anderen Größen, die hier auftauchen in Maxwell-Gleichungen, sind auch sehr schnell benannt und auch mit ihren Einheiten benannt. Wir haben im Coulomb-Gauss-Gesetz die Volumenladungsdichte Rho V. Die Einheit von Rho V ist Ladung pro Volumen, also Coulomb pro Kubikmeter. Wir lassen den Index V an der Größe stehen, weil wir später auch Flächenladungsdichten und Linienladungsdichten brauchen werden. Wir haben die Stromdichte J, deren Einheit Ampere pro Quadratmeter ist. Das ist allgemein tatsächlich die Summe von zumindest drei Beiträgen, JE, JL und JK. Dabei ist JE die sogenannte eingeprägte Stromdichte, die unabhängig ist von dem Feld, was man gerade betrachtet. Die könnte also zum Beispiel durch eine externe Spannung einfach eine eingeprägte Stromdichte sein. Am häufigsten werden wir zu tun haben mit der Leitungsstromdichte JL. Diese ist, auch das kennen Sie aus den Grundlagen natürlich schon, verbunden mit der elektrischen Feldstärke. Im Prinzip ist das das Ohmsche Gesetz, was hier steht. JL gleich Kappa mal E. Und hierbei ist Kappa die elektrische Leitfähigkeit. Und die Einheit der elektrischen Leitfähigkeit ist dann Ampermeter pro Volt pro Quadratmeter. Oder eben, wenn Sie das durchkürzen, wäre das 1 durch Ohmmeter oder eben Siemens pro Meter. Der dritte Term, der hier auftaucht, JK, das ist die Konvektionsstromdichte. Und das ist eine Stromdichte, die einfach dann zustande kommt, wenn sich Ladungsträger einfach so bewegen. Zum Beispiel eben aufgrund einer thermischen Bewegung könnte das ja sein oder auf der Basis eines Konzentrationsunterschiedes oder ähnliche Effekte. Das ist etwas, was wir zum Beispiel in Plasmen zu betrachten haben, aber hier bei uns wird es in der Regel keine Rolle spielen. In der Regel wird es bei uns reichen, wenn wir uns auf die Leitungsladungsdichte beschränken. Ja, und dann ganz wichtig, und ich kann es nur wieder sagen, auch hier der Verweis auf die axiomatischen Grundlagen. Wir brauchen auch Materialgleichungen, weil die Feldgrößen, die elektrischen und auch die magnetischen, sind nicht voneinander unabhängig. Wenn wir die elektrischen Feldgrößen E und D betrachten, dann gilt grundsätzlich, dass D gleich Epsilon 0 mal E plus einem Beitrag P ist. Und dieser Beitrag P ist die Polarisation. Das ist sozusagen die Antwort der Materie darauf, dass ein externes E-Feld angelegt wird. Und ja, man liest sofort ab, dass die Polarisation P und die elektrische Verschiebung D offensichtlich die gleiche Einheit haben. Und diese Einheit ist Coulomb pro Quadratmeter. Bei den magnetischen Feldgrößen H und D ist es auch so, dass sie voneinander abhängen. Allgemein gilt B gleich μ0 mal H plus M. Hier ist wieder so eine kleine historische Asymmetrie. Man würde das sicherlich heute
anders schreiben und entweder hier oben das Epsilon 0 in das P mit reinziehen oder hier unten das μ 0 aus dem M herausziehen, sodass diese beiden Gleichungen symmetrischer wären. Das ist historisch gewachsen einfach und wir müssen das so hinnehmen, wie es ist. Ansonsten ist es aber auch wieder so, dass die Magnetisierung hier einfach die Antwort der Materie auf eine externe Feldanregung ist. Wir sehen sofort, dass die Einheit der Magnetisierung der Einheit des H-Feldes entspricht. Sprich, die Einheit der Magnetisierung ist Ampere pro Meter. Ohne Materie, also im Vakuum, gibt es natürlich auch keine Antwort der Materie. Das heißt, es gibt keine Polarisation und keine Magnetisierung. Das heißt, im Vakuum gelten die einfachen Beziehungen D gleich Epsilon mal E und B gleich μ0 mal H. Die Konstanten, die jetzt hier noch auftauchen, das sind tatsächlich universelle Konstanten. Wir haben zum einen die Dielektrizitätskonstante oder auch Permittivität des Vakuums, Epsilon 0. Und zum anderen haben wir die Permeabilität des Vakuums, μ 0. Das stellt sich später heraus, aber es ist ja egal, man kann das ja auch wie schon sagen, die tatsächlich über die Lichtgeschwindigkeit miteinander verknüpft sind. Das heißt, wenn wir diese drei universellen Größen betrachten, Epsilon 0, μ 0 und die Vakuumlichtgeschwindigkeit c, dann ist es so, dass nur zwei dieser Größen unabhängig sind und die dritte ergibt sich dann daraus. Und im SI-System ist man so vorgegangen, dass man die Lichtgeschwindigkeit festgesetzt hat. Das heißt, die Lichtgeschwindigkeit wird heute nicht mehr gemessen, sondern sie hat den definierten Wert 299.792.458 Meter pro Sekunde, also rund 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde. Daraus, dass man die Lichtgeschwindigkeit festsetzt und auch die Sekunde festsetzt, ergibt sich heute, dass das Meter eben nicht mehr die Länge eines Stücks Metall ist, was in Paris aufbewahrt wird, sondern das Meter ergibt sich einfach aus der Wegstrecke, die das Licht in einer Sekunde zurücklegt. Die Lichtgeschwindigkeit ist natürlich ungeheuer groß. Man kann sich das nicht wirklich vorstellen, was 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde tatsächlich sind. Deshalb einfach so als Merkregel nochmal, das ist manchmal ganz praktisch, wenn man das präsent hat. Das Licht legt in einer Nanosekunde 30 Zentimeter zurück. Die zweite Größe, die im SI-System festgelegt ist, festgesetzt ist, ist μ0. μ0 ist 4π mal 10 hoch minus 7 Voltsekunde pro Ampermeter. Diese beiden Werte sind also exakt festgelegte Werte, keine Messwerte, sondern festgelegte Werte. Und daraus ergibt sich dann auch exakt das Epsilon 0. Wir werden diese Beziehung, die hier steht oder die auch hier hinten nochmal steht, c Quadrat Epsilon 0 μ 0 gleich 1, die werden wir später tatsächlich auch noch herleiten. Hier sei es einfach schon mal eingeführt. Also Epsilon 0 errechnet sich jetzt als 1 durch μ 0 c Quadrat. Und das gibt dann gerundet einen Wert von 8,85 mal 10 hoch minus 12 Ampere-Sekunde pro Voltmeter. Nicht irritieren lassen, hier steht ungefähr gleich. Trotzdem ist das ein Wert, der aus zwei exakten Werten ausgerechnet wird. Das heißt, auch Epsilon 0 ist eine exakt bekannte universelle Konstante. Gut. Bei den Materialgleichungen, wie wir sie gerade eingeführt haben, haben wir noch nicht wirklich etwas über die Art der Materie gesagt. Und tatsächlich ist es so, dass
die Zusammenhänge, also die Art und Weise, wie sich Materie polarisiert oder wie sich Materie magnetisiert, außerordentlich komplex sein können. Es gibt aber eine wichtige Klasse von Materialien, bei denen sich das auf eine sehr einfache Beziehung reduzieren lässt. Und auf diese Materialien werden wir uns in der Regel auch beschränken. Und diese Regel und diese Materialien sind sogenannte homogene, lineare und isotrope Medien. Was ist damit gemeint? Ein Medium ist homogen bezüglich einer bestimmten Eigenschaft, wenn diese Eigenschaft nicht vom Ort abhängt, also keine Ortsabhängigkeit aufweist. Ein Medium ist linear bezüglich einer bestimmten Eigenschaft und einer bestimmten Anregung, wenn die Eigenschaft nicht von der Amplitude der Anregung abhängt. Also zum Beispiel die Federkonstante eines Federmassesystems, solange sie sich im Hookschen Bereich befinden, also für kleine Auslenkungen. Sie wissen auch, wenn Sie die Auslenkung zu groß machen, wenn Sie also die äußere Anregung, die Amplitude der Anregung zu stark vergrößern, dann wird das nicht mehr funktionieren. Dann überdehnen Sie die Feder und dann hat sie im Zweifelsfall natürlich eine vollkommen andere Federkonstante. Das gilt eigentlich für Medien immer. Sie können eigentlich immer mit einer Anregung so hoch gehen, dass das entsprechende Medium nicht mehr linear ist. Umgekehrt können Sie aber auch für alle Medien in einem bestimmten Bereich einer Anregung fast immer von einer Linearität ausgehen. Fast immer. Ein Medium ist isotrop bezüglich einer bestimmten Eigenschaft und einer bestimmten Anregung, wenn die Eigenschaft unabhängig von der Richtung der Anregung ist. Das ist auch wichtig, dass man das versteht. Zum Beispiel in Kristallen gibt es häufig Vorzugsrichtungen. Und dann ist es so, dass sich einem eine Polarisation bevorzugt in einer oder auch eine Magnetisierung bevorzugt in einer bestimmten Richtung ausrichtet. Und dann ist der Effekt natürlich stärker, wenn die externe Anregung auch dieser Richtung entspricht und schwächer, wenn sie zum Beispiel senkrecht auf dieser Richtung ist. Also viele Kristalle sind tatsächlich anisotrop. Wenn wir eine solche Anisotropie nicht haben, dann sprechen wir von einem isotropen Medium. In diesem Fall, wenn wir also linear, isotrop und homogene Medien haben, dann werden die Materialgleichungen nochmal wesentlich einfacher. Dann reicht es im Prinzip, dass wir eine relative Dielektrizitätskonstante bzw. ein relatives μ nochmal einführen. Das ist dann eine skalare Größe, die auch nicht vom Ort abhängt. Und dann bekommen wir Beziehungen dieser Form d gleich epsilon 0, epsilon r mal e und b gleich μ 0, μ r mal h. Und diese Vorfaktoren epsilon 0 mal epsilon r, das ist dann auch das epsilon, μ 0 mal μ r ist das Gesamt μ. Ja, und wenn man die Gleichungen vergleicht, die Materialgleichungen von der Seite vorher und diese, dann ist klar, dass das eben spezielle Formen der Polarisierung sind. P gleich Epsilon 0 mal in Klammern Epsilon R minus 1 mal E und M gleich in Klammern μ R minus 1 mal H. Ja, das soll an der Stelle an Formeln auch schon reichen. Ich will aber am Beispiel der Polarisierung Ihnen auch ganz kurz mal zeigen, wie so etwas denn tatsächlich aussieht. Wenn wir uns vorstellen, wir haben jetzt eine harmonische Anregung, das äußere Feld ist also harmonisch, dann werden wir natürlich auch zwischen der Ursache und der Wirkung typischerweise eine Phasenverschiebung haben. Das bringen wir dann zum Ausdruck, indem das Epsilon letztendlich eine komplexe Größe wird.
kennen das von Schwingkreisen und so weiter. Da machen sie das ja auch bei harmonischer Anregung. Und ja, wie sehen solche Kurven dann typischerweise aus? Also hier ist mal rein plakativ, das soll nicht bis ins letzte Detail exakt sein, rein plakativ mal ein typischer Verlauf der komplexen Permittivität dargestellt. Epsilon Strich der Realteil, Epsilon 2 gestrichen der Imaginärteil. Und die Effekte, die hier auftauchen, sehen tatsächlich strukturell sehr, sehr unterschiedlich aus. Also Sie sehen hier beispielsweise im Realteil etwas ganz anderes als in diesem Bereich. Hier ist dieser einfache Abfall und hier ist eine viel komplexere Struktur, die Sie sicherlich auch schon an etwas erinnert, was Sie gut kennen. Und ja, das zu verstehen, ist auch ehrlich gesagt gar nicht wirklich schwierig. Grundsätzlich muss man hier unterscheiden zwischen Phänomenen, bei denen eine Rückstellkraft im Spiel ist und Phänomenen, bei denen keine Rückstellkraft im Spiel ist. Nehmen Sie beispielsweise hier ein solches dipolares Verhalten. Das könnte ja zum Beispiel ein Wassermolekül sein, H2O. Dann ist der Sauerstoff eben etwas elektronegativer als die Wasserstoffatome. Das heißt, der Sauerstoff zieht die Wolke, die Elektronenwolke, ein wenig zu sich herüber. Und dadurch bekommen wir hier einen Dipol. Und wenn wir jetzt ein zeitlich veränderliches Feld anlegen, ja, dann wird es so sein, dass bei sehr geringen Frequenzen sich das relativ gut ausrichten kann im Feld. Und je höher die Frequenz der Anregung wird, wird es aber immer schwerer werden für dieses ja auch träge Gebilde dieser wechselnden Anregung zu folgen. Und das ist letztendlich auch das, was hier mit dieser fallenden Kurve zum Ausdruck gebracht wird. Der Imaginärteil, wenn man jetzt nur diesen Beitrag betrachten würde, würde man feststellen, dass der Imaginärteil hier tatsächlich irgendwann die Hälfte des Realteils annimmt. Und ja, das ist natürlich genau der Punkt, wo dann die Phasenbeziehung zwischen externem Feld und der Antwort gerade 45 Grad ist. Und dieses Maximum Imaginärteil ist dann tatsächlich auch das Maximum der Absorption, der Energieabsorption, die hier stattfindet. Und ja, das ist ein Effekt, den Sie sich beispielsweise im Mikrowellenofen zunutze machen. Also bei Wasser liegt diese Frequenz, bei der die maximale Anregung stattfindet, bei etwa 20 Gigahertz. Die Mikrowellenöfen im Haushalt arbeiten bei wesentlich geringeren Frequenzen, ungefähr 1 Gigahertz. Das ist, glaube ich, auch gut so. Sonst wäre tatsächlich die Ankopplung viel zu stark und das würde wahrscheinlich zu größeren Problemen in den Mikrowellenöfen führen. Ja, ein ganz anderes, also das sind wie gesagt hier dipolartige Phänomene ohne Rückstellkraft. Ganz anders sieht das aus, wenn Sie eine Rückstellkraft haben. Also wenn Sie sich zum Beispiel jetzt vorstellen, Sie haben ja hier auch entlang einer solchen Bindungsachse, hätten Sie eine Schwingungsmöglichkeit, genauso wie Sie auch den Winkel hier verändern können durch eine Anregung. Auch da hätten Sie eine Schwingungsmöglichkeit. Da gibt es aber jeweils eine Rückstellkraft in die Ausgangslage. So ist das bei vielen Molekülen der Fall. Deshalb nennt man das eine molekulare Schwingung. Und immer dann, wenn Sie eine Rückstellkraft haben, ja, dann haben Sie ein Phänomen, genauso wie eben, wie Sie es auch im Schwingkreis kennen. Und Sie bekommen hier auch eine entsprechende Kurve, die sieht genauso aus wie die Kurven, die Sie beim Impedanzverlauf im reinen Schwingkreis beispielsweise kennen, Realteil und Imaginärteil. Und auch hier ist natürlich der Punkt, wo in dem Fall dann der Realteil gleich 0 ist,
Und der Magnet halt maximal ein ganz besonderer Fall, das ist die Resonanzstelle. Und auch da wird, ja, wird die Absorption am größten sein. Das Ganze geht nicht nur im Molekül, sondern das geht dann auch atomar. Also auch ein Kern kann relativ zu seiner Elektronenwolke solche Schwingungen vornehmen, nur dass die Resonanzfrequenz dann natürlich zu höheren Frequenzen hin verschoben ist. Ganz einfach, weil das Gebilde ja eine ganz andere Federkonstante hat. Es ist kleiner, es ist leichter und es ist stärker gebunden. Das führt dazu, dass entsprechend die Resonanzfrequenz dann nochmal zu höheren Frequenzen verschoben ist. Hier sind auch mal typische Bereiche dran geschrieben. Also solche Relaxationsphänomene, die finden Sie typischerweise im Mikrowellenbereich. Molekulare Phänomene typischerweise vom Infrarotbereich bis in den sichtbaren Bereich hinein und atomare Phänomene im sichtbaren und im UV-Bereich und dann eben auch darüber hinaus. Die können Sie ganz normal über einen harmonischen Oszillator einfach beschreiben. Ja, das soll es an dieser Stelle auch schon gewesen sein. Ich hoffe, dass Sie einen entsprechenden Eindruck bekommen haben von den Größen, die wir verwenden. Wir werden dann später weitermachen und uns beispielsweise auch Randbedingungen anschauen. Das wäre aber jetzt für diese kurze Sitzung dann auch zu viel. Ich danke Ihnen also für Ihre Aufmerksamkeit. Wie immer finden Sie weitere Informationen auch hier auf der Webseite verlinkt und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal.